Warum hat Lord Voldemort nie erkannt, dass Severus Snape für Dumbledore arbeitete? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir der Frage auf den Grund gehen, weshalb Lord Voldemort niemals erkannte, dass Severus Snape in Wirklichkeit für Albus Dumbledore und den Orden des Phönix arbeitete. Am Ende der Harry Potter-Reihe wurde offenbart, dass Professor Severus Snape einer der geschicktesten Doppelagenten war, die jemals existierten. Kurz nach seinem Abschluss in Hogwarts schloss sich Severus Snape Voldemort an und wurde zu einem Todesser. Schon in jungen Jahren war er in der dunklen Magie versunken. Bevor er jedoch dem dunklen Lord völlig verfiel, gehörte Snapes Herz der muggelstämmigen Hexe Lily Potter, beziehungsweise vorher Lily Evans. Nachdem Severus Snape eine Prophezeiung vernahm, die Lord Voldemort auf die Spur von Lily Evans, der Frau, die er liebte, führte und die Ereignisse in Bewegung setzte, die zu ihrem Tod beitragen könnten, änderte Snape seine Loyalitäten jedoch. Er entschied sich dafür, mit jenen Hexen und Zauberern zusammenzuarbeiten, die gegen Lord Voldemort standen, während er weiterhin die Fassade eines loyalen Anhängers des dunklen Lords aufrechterhielt. Am Ende der Buchreihe erleben wir durch eine herzzerreißende Abfolge von Snapes Erinnerungen, die Harry zu sehen bekommt, dass Snape sich an Professor Dumbledore wandte, kurz nachdem er erfuhr, dass Lily in Gefahr war. Obwohl Dumbledore Lilys Leben nicht retten konnte, war Severus Snape von tiefer Trauer und Schmerz über ihren Verlust erfüllt. Er entschied, ihr Andenken zu wahren, indem er das einzige beschützte, was von ihr übrig geblieben war, ihren Sohn Harry Potter. Dies positionierte ihn als ein Todesser, der in Wahrheit auf der Seite von Voldemorts Gegnern stand. Nachdem Voldemort jedoch daran scheiterte, Harry als Baby umzubringen und daraufhin verschwand, gab es für Snape fast ein Jahrzehnt lang keine bedeutende Rolle als Doppelagent zu spielen. Nachdem viele Todesser ihre Unterstützung für Lord Voldemort nach seinem Verschwinden zurückzogen, war Snapes Rückkehr in die Zaubererwelt ohne offensichtliche Loyalität zum dunklen Lord unauffällig, zumindest unter den ehemaligen Todessern. Als Voldemort jedoch zurückkehrte und seine Anhänger erneut sammelte, gab es einige, die Snapes Treue in Frage stellten. Dennoch sah Voldemort selbst keinen Anlass dazu, Snape zu misstrauen. Er betrachtete ihn als einen seiner vertrauenswürdigsten Diener, ließ ihn an seiner Seite und informierte ihn regelmäßig über seine Vorhaben, da er Snape zu seinem engsten Vertrautenkreis zählte. Wie konnte der Zauberer, den viele als einen der mächtigsten Zauberer aller Zeiten betrachten, nicht erkennen, dass Snape nicht wahrhaftig loyal war? Ich bin überzeugt, dass die Lösung dieses Rätsels tiefgründiger ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Im Zuge meiner Überlegungen und meiner Recherche dazu sind mir einige Aspekte in den Sinn gekommen. Beginnt mit Snape und seiner Okklumentik-Fertigkeit. Voldemort war ein talentierter Legilimentiker, der fähig war, in das Bewusstsein anderer Zauberer und Hexen einzudringen und das ganz ohne Zauberstab. Aus Muggelperspektive könnte man sagen, dass es als Gedankenlesen zu bezeichnen ist, auch wenn die Fertigkeit der Legilimentik weitreichender ist. Sie ermöglicht nicht nur den Zugang zu gegenwärtigen Gedanken, sondern auch zu vergangenen Erinnerungen. Der dunkle Lord bediente sich dieser Technik ziemlich oft, um diejenigen, die ihm gegenüberstanden, auszufragen und sicherzustellen, dass sie ihm die Wahrheit sagten. Es ist unbestreitbar, dass Lord Voldemort seine Legilimentik-Fähigkeiten auf Severus Snape angewendet hätte, um dessen Loyalität zu überprüfen. Er hätte nicht nur Zugang zu Snapes gegenwärtigen Gedanken gehabt, wenn er ihn befragte, sondern hätte auch seine Erinnerungen eintauchen können, um sicherzustellen, dass Snape ehrlich über die Ereignisse während Voldemorts Abwesenheit berichtete. Allerdings war Snape ebenfalls ein versierter Legilimentiker und hatte die Kunst der Okklumentik ebenfalls gemeistert, was bedeutet, dass er in der Lage war, andere daran zu hindern, seine Gedanken und Erinnerungen zu lesen. Ob Voldemort über Snapes Fähigkeiten in der Okklumentik informiert war, ist eher ungewiss, doch es wirkt, als ob er entweder nichts davon ahnte oder er es nicht für nötig hielt, weiter darauf einzugehen, da er Snape zu keinem Zeitpunkt über solche Fähigkeiten ausfragte. Dies führt mich nahtlos zu einem weiteren Aspekt. Voldemort war übermäßig von sich selber überzeugt. In Begriffen der Muggel gesehen war der dunkle Lord zweifelsohne ein Soziopath. Er zeigte starke antisoziale Tendenzen und schien gänzlich ohne moralischen Kompass zu handeln. Sein überhebliches Verhalten drückte sich auch darin aus, dass er der Überzeugung war, unbesiegbar zu sein. Er betrachtete sich selbst als den stärksten Zauberer aller Zeiten und war davon überzeugt, dass ihm der mächtigste aller Zauberstäbe, der Elderstab, einfach so zustand. Mehrmals in der Geschichte beobachten wir, dass er sich so verhält, als wäre er unantastbar, mit der möglichen Ausnahme seiner Auseinandersetzungen mit Harry Potter natürlich.
Ich bin der Meinung, dass er einfach annahm, Snape könnte ihn unmöglich hintergehen. Denn hätte Snape dies getan, wäre es Voldemort sicherlich aufgefallen. Möglicherweise glaubte er auch nicht, dass Snape über die Fertigkeiten der Legilimentik oder Oklumentik verfügte, weil er dachte, solche Talente seien nur außergewöhnlichen und mächtigen Zauberern wie ihm selbst vorbehalten. Letztendlich schien es, dass Voldemort niemals an Snapes Treue zweifelte, und dies aus einem überheblichen Grund. Er hatte seine Fähigkeiten nicht erkannt. Neben der Tendenz, die Kompetenzen anderer Hexen und Zauberer herunterzuspielen, gab es noch ein weiteres entscheidendes Element, das Voldemort ständig zu übersehen schien: die Kraft der Liebe. Voldemort konnte Liebe nicht fassen. Wie er immer wieder zeigte, konnte der dunkle Lord die magische Essenz der Liebe nicht wirklich verstehen. Von der Unterschätzung der schützenden Macht der Liebe, als Lily Potter ihr Leben gab, um ihren Sohn Harry zu schützen, bis zu seiner Blindheit gegenüber der Art, wie Lillys Ende Snapes Treue beeinträchtigen könnte, hat Voldemort immer wieder das gewaltige Potenzial der Liebe ignoriert. Er war vielleicht über Snapes Zuneigung zu Lily informiert, schließlich fehlte Severus Snape den dunklen Lord an, um Lily zu verschonen, doch Voldemort verstand nicht ganz, wohin solche Gefühle führen könnten. In diesem Zusammenhang bedeutete es, dass einer seiner engsten Vertrauten seine Treue umkehrte, um diejenigen zu unterstützen, die sich ihm entgegenstellten. Ein Punkt, den er vielleicht nicht beachtete, ist die Tatsache, dass Snape seinen größten Gegenspieler tötete. Ein entscheidendes Argument für Voldemort, um Snapes Loyalität zu bestätigen, war das Ende, das Severus Snape seinem stärksten Widersacher Albus Dumbledore bereitete. Wie wir später herausfinden, handelte Snape auf Dumbledores eigenen Wunsch, als er ihn tötete. Denn Dumbledore war bereits dem Tod geweiht, nachdem er den verfluchten Ring von Tom Riddle berührt hatte. Dieser Ring, ehemals im Besitz von Marvolo Gaunt, wurde von Lord Voldemort zu einem Horcrux umgewandelt. Der dunkle Lord war sich dieser Umstände nicht bewusst, und Snapes Handeln, Dumbledore auf dem Astronomieturm von Hogwarts umzubringen, stellte ihn klar als einen treuen und standhaften Todesser dar. Aber es könnte auch sein, dass er darüber Bescheid wusste und dies zu seinen Gunsten verwendete. Es bleibt der Gedanke bestehen, dass der dunkle Lord vielleicht doch einen Einblick in Snapes echte Loyalität hatte. Es wäre nicht völlig abwegig anzunehmen, dass Voldemort, oft als einer der mächtigsten Zauberer betrachtet, erkannte, dass Snape doppeltes Spiel spielte und diese Kenntnis zu seinem eigenen Nutzen verwendete. Ein interessanter Gedanke, oder? In der Geschichte gibt es mehrere Momente, in denen Voldemort seine Todesser gezielt mit irreführenden Informationen versorgt, um Harry Potter, Dumbledore und den Orden des Phönix hinters Licht zu führen. Als Voldemort bemerkt, dass Harry Zugriff auf seine Gedanken hat, nutzt er dies aus und sendet ihm bewusst trügerische Visionen, um ihn zu manipulieren. Es ist gut möglich, dass der Dunkle Lord erkannte, dass Snape ihm authentische Einblicke aus dem Orden des Phönix zukommen ließ. Wie hätte Severus sonst das Vertrauen von Voldemort und seiner Todesser gewinnen können, wenn er nicht wertvolle Informationen von der Gegenseite geliefert hätte? Möglicherweise war Lord Voldemort sich darüber im Klaren, dass Snape für den Orden des Phönix arbeitete, schätzte aber den Wert der Informationen, die Snape ihm lieferte. Er könnte akzeptiert haben, dass Snape nicht alles preisgab, aber das, was Snape beisteuerte, könnte ihm genügt haben, um die Handlungen Dumbledores zu antizipieren. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wie seht ihr das Ganze? Warum meint ihr, erkannte Voldemort nie die wahren Absichten von Snape? Oder erkannte er sie doch? Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Schreib gerne in die Kommentare, was du von der wahren Loyalität von Severus Snape hältst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.